erste Pflichtspiel im neuen Jahr wird erwartet jetzt. Wir sind voller Spannung, die Spannung steigt, alle sind motiviert. Wir haben ein paar gute Trainings hinter uns, wir sind vorbereitet und warten jetzt, was passieren wird morgen. Die Letten verfügen über ein sehr kompaktes Team. In der Defensive über eingespielte Viererkette, die sie sehr konsequent spielen, aber auch in der Offensive über eine breite Offensive, die wirklich alle Tore machen können. Und da das Gleichgewicht zu finden zwischen Abwehr und Angriff, das wird die Schwierigkeit sein. Also hast du eher tendenziell auf 4-1-4-1-System gehen oder 4-2-3-1, um dem zu begegnen? Das wirst du morgen sehen, wenn die Aufstellung draußen ist. Das möchte ich noch ein bisschen geheim halten. Wir haben da schon gewisse Vorstellungen, aber ich möchte den Gegner vielleicht ein bisschen überraschen. Der Mario ist sicher eine Möglichkeit für die Innenverteidigung. Wir haben das gestern auch schon probiert. Die Überlegung bei Mario war einfach, die ganze Routine und die Erfahrung, die er hat, die er international mitbringt, ins Team einfließen zu lassen. Nach genauen Gesprächen sind wir zur Lösung gekommen, dass er derzeit in der Verfassung, wie er ist, in der Spitze oder im Mittelfeld aufgrund der weiten Laufwege nichts verloren hat. Und deswegen wäre er sicher eine Option für die Innenverteidigung, wo er das Spiel von hinten aufbauen könnte, wo er sichere Passspiel einbringen könnte und mit dem Martin zusammen natürlich eine Bombenkombination wäre. Also sicher eine angedachte Variante. Also ich denke mir, dass man da im zentralen Mittelfeld mit dem Michael und jetzt wieder Sandro Wies wieder da ist, zwei Spieler, um die Bälle sehr gut halten können. Kommt darauf an, ob sie nebeneinander spielen oder eben vor oder hintereinander. Und mit Niki hat man einen Spieler, der praktisch weite Wege gehen kann und diese Löcher stopfen kann. Also deswegen glaube ich, dass wir dann praktisch durch die ganze Formation durch ballsichere Spieler hätten mit dieser Variante. Ja, wenn die Möglichkeit so besteht, dann habe ich den Stock in einem Leben, der sehr roh aushelfen könnte. Also so kopfballschwach wie ich mich alle darstellen bin ich auch nicht. Ich habe auch einige Kopfball geschossen in meiner Karriere und vom Timing her passt es sehr und vom Körper her kann ich mich sehr gut einbringen. Also da habe ich eigentlich keine Angst. Also ich glaube, man kennt selten einen Spieler so gut, wie wir uns kennen und deswegen gibt es auch keine Probleme oder keine Kommunikationsschwierigkeiten. Wenn es so wäre, wäre es für ihn sehr eine neue Position, aber ja, wenn es jemand Spieler kann, aufgrund von der Erfahrung und aufgrund von der Qualität, dann sicher er und darum wäre da sicher keine Bedenken da und man muss das Ganze jetzt anschauen, man muss mal der Trainer entscheidet und dann muss man schauen, dass wir uns so als Mannschaft einmal so präsentieren, dass man nach 90 Minuten sagen kann, okay, der Gegner hat, wir sind gleichwertig gewesen oder haben es gut präsentieren oder der Gegner hat so viel investiert, damit er uns überhaupt bezwingt und das muss das Hauptziel sein und alles andere wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt auf ihrer Position spielt, ja, es wird die Nationalmannschaft immer wieder gehen, nur ja, man muss die bestmögliche Aufstellung rausfiltern und die Leute dementsprechend einsetzen. Für mich ist es natürlich auch wichtig, ich bin jetzt einige Zeit nicht mehr dabei gewesen. Beim August habe ich mein letztes Länderspiel gemacht gegen Andorra. Hätte auch können mit einem Sieg aufhören, aber es ist überhaupt kein Thema für mich. Meine, gegen Lettland haben wir super Erinnerungen gehabt, haben immer sehr gute Heimspiele gemacht. Es waren immer sehr knappe Spiele gewesen. Ich glaube, die letzten zwei haben wir sogar gewonnen. Also von dem her sehr ein gutes Omen für uns, aber wichtig ist auch, dass wir daran glauben, dass wir etwas machen können, dass man auch sieht, dass wirklich Elf am Platz stehen, wo ein gemeinsames Ziel haben, wo giftig sind, wo aggressiv sind und dann kann man sehr ein gutes Spiel machen. Die Letten haben sicher Respekt vor ihm, nachdem er schon Tore gemacht hat. Der Name Frick zählt international noch was. Also von dem her wäre es eine andere Variante, ihn in der Spitze zu bringen dann. Aber eingangs habe ich schon erwähnt, dass die Spritzigkeit in der Spitze hinein wahrscheinlich derzeit noch fehlen wird. Durch die Krankheit, durch die Verletzung. Also die Möglichkeit besteht sicher. Wir überlegen beide Varianten. Das Wichtigste ist, dass ein Team am Platz steht, das zusammen heute, das 90 Minuten lang alles gibt dafür, um bestehen. Und das ist das Wichtigste. Ich sage immer, in so einem kleinen Land ist das der ausschlaggebende Punkt. Und wenn wir am Ende des Spiels sagen können, wir haben alles miteinander gegeben, wir haben alles versucht, so wie es der Martin gesagt hat, um einem Gegner das Leben schwer zu machen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Und alles andere ist Bonus